Bei Tierisch München sind wir für Sie unterwegs in den Tierheimen in unserer Region. Heute sind wir in Oberding beim Tierschutzverein Schlupfwinkel. Den gibt es seit 2013 und hier arbeiten nur ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wollen Ihnen heute ein paar Bewohner vorstellen, unter anderem den Lino hier, und außerdem haben wir diese Themen für Sie. Das hilft. Tipps gegen Wespen und ihre Stiche. Blinder Passagier. Kater Lino ist unentdeckt von Libyen nach Garching gereist. Und Hahn im Korb. Goggles sucht einen neuen Platz, am liebsten mit einer Hühnerschar. Aktuell sind rund 80 Katzen bei euch, die alle immer in unterschiedlichen Variationen bei euch landen. Und eine Geschichte ist ziemlich außergewöhnlich, und zwar die vom Lino, den Kleinen hier. Wie ist denn der bei euch gelandet? Also der Lino ist eine Fund, komm, zeig dich mal. Ein bisschen Fernsehen. Also der Lino ist eine Fundkatze aus Garching. Und zwar ist der in einem Container bei einer Firma gefunden worden. Und dann ist er erst in der Klinik gelandet. Die haben ihn dann untersucht, ob alles okay ist. Aber er war außer ausgehungert, war so weit fit, und dann habe ich ihn aus der Tierklinik abgeholt. Aber er hat eine ganz, ganz lange Reise hinter sich. Und das Lustige ist eigentlich, oder was wir halt sehr ungewöhnlich fanden, er hat dieses Halsband. Schau mal, Schatzi. So ein bisschen passt es ihm noch, aber das Glöckchen funktioniert nicht mehr. Also das trug er dann, aber leider nicht kastriert, geschippt und tätowiert. Er wird sicherlich in Libyen vermisst, aber wir können ja nicht wieder zurück auf die Reise schicken. Das geht schlecht. Also die lange Reise von Libyen hierher hat er überstanden. Und jetzt ist er ja auch wieder bereit, sich auf eine längere Reise zu machen. Am besten auf eine Reise für immer. Wie soll die denn aussehen? Also der Lino braucht unbedingt Freilauf, also in die Wohnung und selbstvernetzter Balkon, würde ich sagen. Er ist ein relativ junger Kater noch, also spielt er mit seinem Menschen, scheint er doch zu kennen. wir schätzen ihn auf zwischen 1, 2, höchstens 3, aber er braucht den Freilauf. Also er ist ja hier mit anderen 5 Katzen zusammen. Man merkt schon, er ist hier der Chef. Also ging auch als Zweitkatze, aber dann darf die andere Katze nicht zu dominant sein. Am liebsten würde ich ihn alleine vermitteln, aber mit viel Freilauf. Aber so ist er, man sieht es ja, ist ein ganz schmusiger, lieber Kater. Also er lässt dich hochheben und eigentlich, ja, ein toller Kater. Man hat es ja auch gemerkt, als wir hier reingekommen sind, er hat sich ja auch total gleich streicheln lassen. Ja. Mhm. Und man merkt tatsächlich, er ist der Chef, weil alle anderen sind ruhig und halten sich so ein bisschen zurück. Genau. Aber er ist ständig bei uns. Ja, er ist der Star hier. Wie ist denn das in der neuen Familie mit Kindern? Ich glaube, das ist kein Problem. Also es dürften halt die Kinder nicht zu klein sein. Also ich würde sagen, ab 8, 9, Also jünger dürften sie nicht sein, aber mit Kindern, der will ja auch spielen. Wir spielen hier schon mal mit so einem Stöckchen oder mit einer Angel. Also da ist er ganz wild hinterher. Also mit Kindern gerne. Jetzt ist aber nicht nur die Herkunft von Lino besonders, sondern auch sein Aussehen. Also er sieht ganz anders aus als die Katzen hier drin, oder? Ja, das fällt sofort auf. Ja, das hast du richtig gesehen. Also ich finde, so vom Fell her, wenn man ihn streichelt, finde ich jetzt nicht... Aber er hat, oh, jetzt will er nicht mehr. Aber sein Gesicht ist viel spitzer, die Augen sind anders. Ich finde auch selbst, ja, die ganze Physiognomie des Gesichtes ist anders. So vom Gestalt her würde ich sagen, ist er schon ähnlich wie unsere europäisch Kurzhaarkatzen. Aber das Gesicht fällt auf. Habt ihr bei den Untersuchungen, die ihr am Anfang dann vorgenommen habt, als er bei euch ankam, irgendwas anderes entdeckt, was ihn ein bisschen einschränkt? Nein, also er war ja in der Tierklinik und die checken ihn ja dann auch. Also er war halt nicht kastriert. Er ist jetzt von uns geimpft, kastriert, geschippt und tätowiert. Also er ist
reisefertig, wie wir dann immer sagen. Ja. Wie kann man den Lino jetzt kennenlernen hier bei euch? Wir haben hier eine Homepage. Wir sind der Tierschutzverein Schlupfwinkel und da stehen mehrere Telefonnummern, dass man einfach bei uns anruft und dann vereinbaren wir einen Termin. Dann darf die Familie oder Pärchen oder die einzelne Person gerne kommen. Er setzt sich hier rein, guckt sich den Lino an und beschnuppern sich dann gegenseitig. Oh, jetzt kommt er wieder. Ja, und dann ist uns immer wichtig, dass man ein bisschen überlegt, denn es ist ja noch ein junger Kater und er hat ja noch eine lange Lebenszeit. Das ist ja auch, es soll keine Hauruck-Entscheidung sein, aber dann warten wir dann auf das Ergebnis, ob sich jemand dafür entscheidet oder nicht, und dann würden wir ihn bringen. Jetzt, wo die Temperaturen langsam erträglicher werden, beginnt nicht nur der Spätsommer, sondern auch die Datschi und damit auch die Wespenzeit. Wegen der heißen und trockenen Temperaturen heuer vermuten Experten, dass es ein besonders wespenreicher Spätsommer wird. Wenn die Tiere dann kommen, heißt es, Ruhe bewahren und vor allem nicht in Panik geraten, denn so können Stiche vermieden werden. Was man tun kann, wenn man dann doch gestochen wurde, wir haben ein paar Tipps für Sie. Wer bei diesen Temperaturen etwas Süßes beim Bäcker oder am Abend im Biergarten ein kühles Spezi trinken will, bleibt nicht lange ungestört. Denn in diesem Sommer fühlt es sich so an, als wäre die Hochsaison der Wespen. Viele der Blütenpflanzen in der Natur schon verblüht sind, vertrocknet sind und das Nektarangebot für die Wespen dort in der Natur praktisch ausfällt. Die Tiere kommen also gezielter jetzt schon, also früher im Jahr, als es sonst üblich wäre, zu uns an den Tisch, um dort zuckerhaltige Getränke oder Speisen aufzunehmen, weil sie einfach schlichtweg in der Natur nichts mehr finden. Viele Wespen bedeuten aber auch viele schmerzhafte Stiche. Wir haben uns bei den Münchnerinnen und Münchnern umgehört, welche Tipps sie für hilfreich halten, um einem Stich zu entgehen oder den Schmerz zumindest abzumildern. Wir zünden Kaffeepulver an und es scheucht die ziemlich auf und dann kommen sie erstmal auch nicht mehr so stark. Ich weiß noch, als ich kleiner war von meiner Mutter, die hat immer eine Zigarette dran gehalten. Man soll es halt in Ruhe lassen und wenn man die ganz ruhig mit der Hand wegtut, passiert eigentlich nichts. Das Kühlen durch einen Eiswürfel oder eine entzündungshemmende Zwiebel hilft bei Einstichen. Doch nicht jeder Ratschlag, der im Internet kursiert, ist auch sinnvoll. Alles, was sich gegen das Tier selber richtet, also anblasen oder mit Wasser, Nebel versuchen zu vertreiben, raten wir eher ab, weil es die Gefahr birgt, dass die Tiere sich angegriffen fühlen, aggressiv werden und dann die Gefahr steigt, dass man gestochen wird. Wer trotz der Ratschläge gestochen wird und eine allergische Reaktion zeigt, muss umgehend die 112 rufen. Das natürlich auch ganz bewusst sagen, bin gestochen worden, allergische Reaktion. Daraufhin macht der Disponent natürlich genau das Richtige, wird Notarzt rufen und Rettungsdienst. Folgt man den Tipps der Experten, dann schmeckt etwas Süßes oder der Schweinebraten im Biergarten auch mit dem kleinen, aber nützlichen Störenfried. Wenn Ihnen das jetzt alles zu schnell ging, dann haben wir wie immer alle Beiträge und damit auch die Tipps zu den Wespen auf unserer Homepage unter www.münchen.tv. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann ist meine Kollegin Vanessa wieder zurück. Wir besuchen euch ja immer öfter. Meistens stellen wir Katzen vor, weil ihr da ganz viele von habt. Ihr habt aber auch durchaus andere Tiere und unter anderem sind es Hühner und Hähne und einen Hahn, das Gockerl. Das wollen wir heute versuchen zu vermitteln, oder? Genau. Jetzt habt ihr ja hier ganz viel Platz. Die leben im Grünen. Der Hahn ist unter seinen Hennen. Wie soll denn jetzt eigentlich das neue Zuhause aussehen, damit sich der Hahn so richtig wohlfühlen kann? Der braucht Auslauf, er braucht Grünfutter, so wie hier. Rasen, Gras, egal was. Er braucht gewisse Anzahl von Hühnern.
damit die Hühner auch ausgelastet sind und der Hahn auch ausgelastet ist. Hat der Hahn zu wenig Hühner, da leiden auch die Hühner drunter, weil einfach der Hahn dann ständig auf den Hühnern rumtrampelt. Dann ist halt nicht kompatibel mit den Hennen zusammen. Also umso mehr Hühner es da sind und weniger Hähne, umso besser für beide. Ein wichtiges Thema ist ja auch für die potenziellen neuen Besitzer, wie die Umgebung darauf reagiert, oder? Weil beim Hahn muss man schon einiges beachten. Die Umgebung einmal beachten, das Umfeld, ob viele Anwohner dabei sind, bitte nicht in eine Siedlung. Das hat keinen Sinn, da gibt es eigentlich nur Ärger mit der Nachbarschaft. Er ist ja laut, er will ja auch bemerkt werden und er will ja auch einen Auslauf haben. Und damit muss man damit rechnen, dass man immer nur Probleme kriegt, wenn man einen Hahn zu sich nimmt und die Nachbarschaft nicht befragt oder jemand da ist, der wo keinen Hahn will. Das Gockerl ist 2 Jahre, glaube ich, gell? Und kann aber noch viel älter werden. Ja, die können mit Sicherheit, wenn sie gut gehalten sind, 6, 7, 8 Jahre alt werden. Es ist mit Sicherheit kein Problem. Wie würde jetzt so eine Vermittlung von ihm aussehen? Kommt da jemand, nimmt den mit oder wie haut das hin bei euch? Mir ist immer am liebsten, wir schauen uns das vor Ort an, wo der Hahn unterkommen soll. Das ist eigentlich das A und O. Weil wenn ich jetzt den Hahn transportiere, ich fahre dann zu der Stelle hin und das ist nichts, dann nehme ich den Hahn ja wieder mit. Ist also nicht so gut für den Hahn, der Transport. Er ist halt nicht gewohnt, dass er in dem Box trainiert ist. Also ist besser, man schaut das genauso an wie bei den Katzen, dass man vorher die Plätze anguckt, ob es passt oder nicht und unterhält sich auch mit denjenigen, der wo den Hahn will und macht ihn aber auch klar, dass er auch laut sein kann, ob die Nachbarschaft auch einverstanden ist damit, wenn eine da ist. Mit etwas Bestechung kriegen wir hier jeden vor die Kamera, wobei es bei Lino heute gar nicht notwendig war. Den Steckbrief von ihm und dem Hahn haben wir natürlich wieder online für Sie auf unserer Seite www.münchen.tv zusammengefasst. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.